Buenos dias, heute ist Tag 5 unserer Max-Trotter-Rundreise und ja, mein Mann ist krank. Ein bisschen doof. Ja, leider. Schlappen, Kopfschmerzen, schlecht und schwindelig. Ja, Husten. Jetzt gehen wir erstmal frühstücken. Schaut mal, hier gibt es sogar ein Schild, wie man sich im Fall eines Hurricanes verhalten soll. Ah, oh, jetzt geht der Aufzug zu. Jetzt ist er weg. Wir konnten gerade endlich mal wieder ein Video reinsetzen, weil das Internet hier unten in dem Frühstücksbereich ist echt super schnell gewesen auch. Nur oben im Zimmer so gut wie gar nicht, also es hat einfach nicht funktioniert gestern. So wirklich und ja, man muss sagen, so ist das Hotel echt ganz cool, aber das Frühstück ist vor allem für uns echt mager. Also bei mir ist eh schlecht, da blieb es bei O-Saft und Wasser. Und Jessie hat hier nur so eine Schüssel, Tatze da, Cornflakes, oder? Und Kartoffeln. Ja, und ein paar Kartoffeln, mehr ging nicht oder mehr gab es nicht. Keine Früchte oder so, war ein bisschen schade. Für uns geht's jetzt weiter, wir haben das Auto schon wieder gepackt und dann fahren wir erstmal in den Supermarkt. Bevor wir jetzt unsere Fahrt nach Uxmal starten, waren wir gerade wieder im Mega-Supermarkt und haben erstmal eingekauft. Und ja, für Jessie gab es ja immer Guacamole, dann haben wir uns beide so Wedges geholt, einen Kokosdrink, dann zweimal Reis abgefüllt, unten ist noch ein Saft und ja, Reis, Brötchen noch. Dann hinten sind noch Kelloggs und Mandelmilch. Mhm. Dafür haben wir 11 Euro gezahlt. Ja. Mitten in der Natur gelegen. Ja, aber seht selbst. Wie ihr gerade gesehen habt, das ist wirklich richtig schön hier. Ich würde mich nur freuen, wenn es mir besser gehen würde. Für mich geht es jetzt gleich erst ins Bett. Und ja, normal wollten wir heute noch die Uxmal-Ruinen angucken. Die schauen wir uns dann aber morgen früh an. Genau, ja. Aber heute Abend gibt es noch eine Live-Show und vielleicht klappt das ja dann, oder? Ja, vielleicht. Muss dann noch ein paar Stunden bis dahin. Ich hoffe, genau, heute Abend um 8 Uhr so. Ja.
Und ja, wir wollten euch noch ein bisschen zum Thema Sicherheit hier erzählen, weil zum Beispiel war es bei uns auch so, dass wir immer gedacht haben, oh, Mexiko, mega gefährlich, da kannst du so ungefähr nicht hinreisen, also ganz früher. Ja. Jetzt sind wir ja hier. Oder wir haben auch zuletzt, wo wir in Vietnam abgereist sind, haben wir ja den Mateusz getroffen, der hat uns auch ein paar Horrorgeschichten erzählt, der meinte, passt ja auf, wenn er da hinreist und ja, aber eigentlich empfinden wir es ganz anders, müssen wir sagen. Jetzt war sehr, sehr viel Polizei unterwegs, was wohl auch irgendwo einen Grund haben wird. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viel Polizei gesehen wie hier. Schwer bewaffnet, aufschusssichere Westen, ständig Polizeiautos überall. Ja. Aber wenn man sich hier bewegt, egal ob jetzt im Supermarkt mit der Locals, durchs Parkhaus, wo zum Beispiel in Südafrika schnell die Bettlaken kamen oder da waren dann Leute, die die Parkhäuser bewacht haben, sowas gibt es hier gar nicht. Und ja, eigentlich, wir fühlen uns doch sehr, sehr sicher, muss man sagen. Ja, wir können natürlich jetzt nicht über ganz Mexiko berichten, weil wir sind ja jetzt nur auf der Yucatan-Halbinsel. Aber hier empfinden wir es auf jeden Fall sehr sicher. Also wir fühlen uns hier auf jeden Fall sehr sicher. Ja. Und wir sind ja auch jetzt, sage ich mal, nicht nur in Tourispots gewesen, sondern auch durch kleine Dörfchen mal gefahren, jetzt auf dem Roadtrip. Und auch da, also muss ich sagen, habe ich niemals Angst gehabt oder irgendwie sowas. Und ja, Mexiko-Stadt ist dann wahrscheinlich was anderes. Aber wie gesagt, wir können halt jetzt nicht von dem ganzen Land sprechen, aber wir können euch halt sagen, wie wir uns jetzt hier fühlen in Mexiko. Aber abgesehen davon gibt es ja auch genügend Menschen, die wirklich das ganze Land bereisen. Wir haben jetzt leider die Zeit nicht, dass wir es machen können. Ja, aber auch Mexiko-Stadt ist ja nicht so, man landet da und wird nicht gleich erschossen oder so. Also auch da wird man reisen können. Das ist halt wie in allen Ländern der Welt, man muss vorsichtig sein. Man kann auch nachts in Berlin, wie wir immer sagen, auf der Straße überfallen werden oder in Köln, weil man sich halt in dunkle Gassen begibt und vielleicht dann noch den dicken Klunker umhängen hat oder dicke Uhren und dicke Kamera in der Hand. Da kannst du in Anführungsstrichen überall auf der Welt fällig sein, wenn man es mal einfach so sagen will. Das ist halt so. Aber so von unserem Standpunkt her, wir fühlen uns wirklich sicher und der Mexiko macht echt Spaß. Definitiv. Ja. Ja, wir bleiben jetzt 2 Nächte hier und danach geht es erstmal in die Airbnb. Da werden wir die ganzen Sachen von Kuba aufarbeiten und dann auch hier von dem Mexiko Roadtrip. Und danach geht's nach